ich bin back aus Indien und Malaysia. Yes. Und mein Timing ist sehr gut, denn an diesem Wochenende findet schon wieder was Specials statt. Es ist nämlich das Finale vom Just Dance World Cup in Paris. Deswegen hier die Ankündigung: am Samstag ab 18 Uhr wird der Stream dazu auch im Internet zu finden sein. Und ich werde den kommentieren gemeinsam mit einem anderen Co-Moderator. Deswegen schaut auf jeden Fall da rein. Link findet ihr in der Beschreibung mit den ganzen Infos zum Just Dance World Cup und dem ganzen Kram. Es wird auf jeden Fall cool. Deswegen fände ich mega nice, wenn ihr reinschaut. Aber das ist nicht alles, was ich in diesem Video sagen möchte. Denn ich möchte den Just Dance World Cup auch so ein bisschen als Anlass nehmen, um einfach mal darauf zurückzublicken, was ich ein bisschen auch gewonnen habe, dadurch, dass ich Just Dance lange Zeit getanzt habe. Das soll auch ein kleiner Teaser für ein Video werden, was ich auch noch machen möchte, weil international in der Community wurde auch angefangen, dass Leute so ihre Story und Verbindungen zu Just Dance erzählt haben, und das will ich auch gerne machen. Das Ganze wird dann aber auch auf Englisch sein, weil Just Dance Community ist halt einfach sehr international und ich möchte, dass jeder mich verstehen kann. Aber dieses Video soll einfach mal so ein bisschen porträtieren, wie es angefangen hat und was letztendlich daraus geworden ist. Ganz am Anfang bin ich im Endeffekt durch Just Dance 3 mit dem Spiel in Berührung gekommen. Und ich habe es eigentlich nur auf der Xbox so in meinem Wohnzimmer gespielt. Manchmal zusammen mit meiner Mutter, manchmal alleine. Und das war einfach nur so ein ganz witziger Zeitvertrieb. Und eine Zeit lang habe ich einfach gar keinen Sport gemacht. Und deswegen war ich so, okay, dann spiele ich zumindest ein bisschen was Just Dance. Und es war für mich damals super anstrengend. Und ich habe einfach bei dem ersten Song mega krass geschwitzt. Und es war immer so, yeah, bestes Workout. Das war so der Anfang, wie ich damit angefangen habe. Und dann irgendwann dachte ich so, eigentlich wäre es ja eine ganz witzige Idee, das mal so als Let's Play zu zeigen. So, was Leute davon halten würden, wenn ich das online stelle, weil ich hatte halt keine Ahnung, was ich da überhaupt tun würde. Und ich dachte mir so, boah, das finden Leute bestimmt witzig, wenn ich das online stelle. So war es dann auch. Die Videos wurden mega krass gefeiert und ich hatte echt gute Aufrufzahlen und super gute Rückmeldungen und alle waren so, oh mein Gott, mach mehr davon, mach mehr davon. Gerade auch, weil ich irgendwann dann angefangen habe, diese Arschkamera einzubauen und alle waren so, wow, oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen, super innovative Idee. Während andere mich gefragt haben, warum filmst du deinen Arsch? Im Endeffekt war der Gedanke dahinter eigentlich nur, meine Beine zu zeigen, aber es war halt natürlich auch so ein bisschen Clickbait und es klang halt einfach witziger, wenn man es Asscam nennt, deswegen ist es letztlich darauf hinausgelaufen. Aber mit jedem Teil hat es irgendwie mehr Spaß gemacht. Also ich habe halt auch immer im Let's Play quasi den Song nur einmal gespielt und zwar halt so einfach nur, um euch zu zeigen, so, guck mal, das ist voll witzig, wenn man es am Anfang spielt, kann man das halt gar nicht. Aber dabei ist es meistens nicht geblieben, ich habe dann doch privat sehr viel gespielt und bin total into it gekommen und immer, wenn ich auf der Gamescom war, wollte ich auf dieser Bühne tanzen, auch wenn ich es kein bisschen konnte. Irgendwann wurde ich dann auf dieses Event eingeladen und bin plötzlich viel tiefer in die Materie gekommen, weil ich wusste, okay, da gibt es einen Wettbewerb. Also bereite ich mich darauf vor und ich habe getanzt wie wild. Das war trotzdem noch nicht gut. Und ich war super unzufrieden mit mir und dachte so, okay, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Bin aber trotzdem hingegangen und im Endeffekt war ich super zufrieden mit dem Ergebnis, weil ich gar nicht mehr so schlecht abgeschnitten hatte. Auf diesem Event habe ich aber auch sehr viele tolle Leute kennengelernt und das hat mich dann letztendlich doch noch mehr gepusht, um besser zu werden und auch tanzen irgendwie zu lernen. Ich meine, ich habe im Endeffekt auch keinen professionellen Tanzkurs gemacht, aber ich habe mich sowas von verbessert, weil ich auch so den Push von außen nochmal gekriegt habe von Leuten, die richtig intuit sind. So, hier, guck mal, da kannst du dich verbessern, da kannst du das machen. Und man hat dann immer wieder Tipps gekriegt und das hat einem dann auch so die Freude gegeben. So, okay, ich habe jetzt Ehrgeiz und ich lerne das jetzt. Und mein Ziel war es halt, überhaupt die Sachen wirklich so nachzutanzen, wie sie sind. Und irgendwann hat es sich dann so weit entwickelt, bis wir einfach diese Videoreihe gestartet haben und gesagt haben, ich möchte es nicht einfach nur noch als Let's Play machen, dass ich einfach ein bisschen rumhampel und Spaß mache, sondern dass ich wirklich den Anspruch habe, es einigermaßen professionell aussehen zu lassen, sodass es wirklich so aussieht wie die Tänzer in dem Video. Am Anfang halt noch so ein bisschen unprofessional, so richtig in die Richtung am Kommen, so als Einstieg noch in ein Zimmer, startend mit so ein paar ähnlichen Outfits, die so ein bisschen so aussehen, bis es sich dann nachher so weit hochgeschaukelt hat, dass ich mir viel mehr Leute ins Boot geholt habe,
die dann alle mitgepowert haben und ihre Energy gezeigt haben und wir letztendlich auch neue Locations besucht haben und uns Klamotten und Make-up bemüht haben und dann auch wieder diese Vorher-Nachher-Situation erprobt haben. Und diese ganze Community um Just Dance herum ist einfach das, was ich an dem Spiel liebe. Einerseits hat es mir super krass geholfen, mich tänzerisch zu verbessern und andererseits habe ich dadurch so viele Connections gekriegt, so viele coole neue Leute kennengelernt, wofür ich einfach super dankbar bin, auch international gesprochen. Deswegen möchte ich auch diese ganze Story in Langform sehr gerne auf Englisch erzählen, damit jeder nachvollziehen kann, wie dankbar ich für diese Möglichkeit bin. Aber der Just Dance World Cup erinnert mich dann auch wieder daran, so okay, das ist quasi der Punkt, wo alles angefangen hat, wo ich sehr viel Anschluss gefunden habe, wo ich sehr viele Freundschaften geschlossen habe. Das Spiel liegt mir also sehr nah am Herzen und ich würde mich super freuen, wenn ihr in dem Livestream vorbeischauen würdet und natürlich auch unseren deutschen Finalisten mit anfeuert, Kevin, auch meinen guten Freund, der sogar auch schon bei ein paar Videos auf meinem Kanal mit dabei war. Und auch die kurze Ankündigung, Freitag ab 20 Uhr streame ich nämlich auch schon. Da solltet ihr auch auf jeden Fall reinschauen, da hole ich nämlich die Bonus-Episode nach, die ich verpasst habe, kurz bevor ich nach Indien gefahren bin. Und am Samstag ist dann der große Stream von Ubisoft mit Just Dance und allem drum und dran. Und wie gesagt, ihr findet alles in der Beschreibung, auch wenn der Link noch nicht ganz klar ist. Folgt mir auf jeden Fall auf meinen Social-Media-Kanälen und aktiviert die Glocke, dann schreibe ich auch im Community-Tab die ganzen Links rein, sodass ihr bequem einfach drauf zugreifen könnt. Ich freue mich auf euch und ich versuche wieder regelmäßig in diese ganzen Videosachen reinzukommen. Ich habe auch ein paar Sachen gefilmt in Indien und in Malaysia und ich würde darüber sehr gerne Videos auf meinem Zweitkanal machen. Ich hoffe, ich komme demnächst dazu ein bisschen. Momentan ist nämlich immer noch der Jetlag ein bisschen am Killen, deswegen bin ich jeden Tag müde und komme so von der Uni zurück und bin so... Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Und schaut auf jeden Fall bei den ganzen Social Media Kram dabei. Und ich freue mich, euch im Livestream zu sehen. Bye, bye, Shaka Bros.